Menschen. Okay. Ja, ist alles schon an. Willkommen zur nächsten Vorlesung Fortgeschrittene funktionale Programmierung in Haskell. Ich muss den Titel jedes Mal wieder ablesen. Meine allererste Entschuldigung geht an die Leute raus, die zu Hause zuhören. Das Verleihmanagement, das ehemalige Service Center Medien, hat nämlich Mist gebaut und deswegen muss ich jetzt mit einem Handmikrofon hier durch die Gegend laufen, als wäre ich ein Spielshow-Host in den 90ern. Und deswegen kann es sein, dass ich irgendwie zwischendurch mal damit wedle oder zeige und dann die Tonqualität droppt. Tut mir furchtbar leid, aber ich hoffe, es hilft trotzdem irgendwie noch was. Okay, worauf habt ihr heute Bock? Nein, ich habe was vorbereitet. Heute machen wir den zweiten Teil einer Vorlesung, die wir vor zwei Wochen schon hatten. Letztes Mal haben wir Parallelism gemacht, heute haben wir Concurrency. Bla 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 bla. Aber als erstes Mal machen wir ein bisschen Wiederholung. Und zwar möchte ich abermals darauf hinweisen, dass es ein ziemlich gutes Buch zu dieser Vorlesung gibt. Im Ernst, Simon Marlow hat wirklich gute Arbeit geleistet damit, Parallel and Concurrent Programming in Haskell. Da steht wirklich, 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 und ich meine das ernst, jede Menge gutes Zeug drin, auch viel mehr, als wir hier besprechen können. Wir können eine ganze Vorlesungsreihe nur dazu machen und wir würden wahrscheinlich immer noch Themen finden, die in dem Buch stehen und nicht hier behandelt werden können. Also im Ernst, lest das Buch. Okay, dann nochmal kurz Wiederholung. Was war der Unterschied zwischen Parallelism und Concurrency oder Nebenläufigkeit? Wir hatten die Idee besprochen, dass wir eine Frage haben und die Antwort gerne schneller hätten und deswegen mehr Hardware auf die Frage schmeißen, bis sie uns schnell genug die Antwort liefert. Das ist in der Regel deterministisch, das geht auch anders. Das war eins der möglichen Topics für heute, aber ich habe das dann weggeschnitten, weil es zu lang gedauert hätte. Und das ist oft deklarativ. Ihr erinnert euch daran, dass wir letztes Mal einfach eine Funktion angewendet haben, die uns irgendeine List-Comprehension oder irgendeine Liste berechnet und dann einfach sagen könnten, okay, und diese Liste oder List-Comprehension using PowerMap RSeq oder sowas und schwupp war das Ganze auf N-Kernen. Das war eine sehr deklarative Herangehensweise. Mit Nebenläufigkeit wird das etwas hässlicher, ich befürchte. Und zwar werden wir hier nicht unbedingt mehr Hardware auf etwas draufschmeißen, sondern mehrere Sachen gleichzeitig tun. Das passiert oft genug auf mehreren Kernen, muss aber nicht notwendigerweise. Wir können auch nebenläufig auf einem Kern programmieren, wenn wir lustig wären. Es ist immer noch eine Idee von Dinge gleichzeitig tun, aber es ist in der Regel nicht deterministisch, weil wenn wir mit zum Beispiel einer Datenbank oder dem Nutzer oder sonst irgendwas interagieren wollen, naja, der Nutzer könnte alles eingeben. Das ist nicht von Anfang an klar, was da rauskommt. Und es sieht halt oft einigermaßen imperativ aus, aber am Ende der Vorlesung haben wir ein wunderschönes Beispiel, da könnt ihr das alles ansehen. Okay, erstmal die Basics. Das ist das Basic. Wir haben eine Funktion namens fork.io, der wir irgendeine I.O.-Berechnung geben und die uns dann diese I.O.-Berechnung losgelöst von unserem Thread in einem eigenen kleinen Thread startet und uns eine Thread-ID in der I.O.-Monade zurückgibt. Warum eine Thread-ID? Oh, okay, erst das andere Thema, meinetwegen. Warum I.O.? Sagte ich gerade so ein bisschen. Die Threads interagieren halt notwendigerweise mit der Außenwelt. Hatte ich auch, glaube ich, letzte Vorlesung schon einmal kurz erwähnt. Und deswegen auf jeden Fall I.O. Und warum eine Thread-ID? Naja, mit der Thread-ID kann man dann irgendwas anzeigen. Oh, guck mal, ich habe diesen tollen neuen Thread erstellt. Oder man kann ihr eine Exception zuschmeißen. Oder man kann den Thread töten, wenn man ihn nicht mehr braucht oder sowas. So. Und gleich am besten erstes Beispiel. Einmal die Imports, die man dazu braucht. Control Concurrent ist das Interessanteste. Ich habe sie hier einmal hingeschrieben. Im Rest der Vorlesung werde ich sie wahrscheinlich eher weglassen. Stellt euch vor, die wären immer da. Was tut dieses Programm? Nun, wir sagen in der ersten Zeile hier setBuffering, StandardOut, noBuffering, dass nicht gebuffert werden soll. Das heißt, die Konsole kriegt, wenn wir sagen, okay, put char irgendwas, dann wird das sofort draufgeschrieben und es wird nicht auf irgendeine Weise schlau in einem Buffer gehalten. So, das würde uns den Effekt, den ich gleich demonstrieren möchte,
nehmen. Und danach machen wir Folgendes. Wir sagen fork.io. Das ist die Funktion, die wir gerade kennengelernt haben. Und die Berechnung, die wir fork.io übergeben, ist replicatem_100.000.char. Die ganz Intelligenten von euch werden schon geraten haben, dass das die Funktion putchar nimmt, die einen Buchstaben auf die Konsole schreibt, 100.000 Mal hintereinander weghaut. Und das Ganze halt mit Fork in einem parallelen Thread startet. So, und dann machen wir weiter. Wenn wir das geforkt haben, im Hauptthread machen wir dann das gleiche nochmal, replicatem_100.000 mit putchar b. So, und wer will raten, was da rauskommt? Das ist das Tolle an diesem Ding. Ich kann wie ein Spielschauhaus in den 90ern tatsächlich Leuten das Ding hinhalten. Wild A und B durcheinander in irgendeiner Reihenfolge. Wild A und B durcheinander. Hat noch jemand einen anderen Rat? Ja. Ich möchte gerne eine Frage aus der Kategorie. Nein. Also vielleicht müssen wir das Wild noch ein bisschen mehr spezifizieren. Ich glaube, also es ist halt insofern nicht deterministisch, als dass man wirklich nicht weiß, wie viele A's erst kommen und wie viele B's wahrscheinlich. Und das ist halt, also es kommt natürlich insgesamt 100.000 Mal, aber man weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Das kommt ungefähr hin. Der Output, ich kann die Vorlesung jetzt auch von hier hinten machen, warum eigentlich nicht. Der Output ist das da. Glaube ich nicht. Der Anfang des Outputs ist das da. Ich sollte vielleicht ein paar Punkt gemacht haben. Na egal. Auf jeden Fall, wir kriegen erst ein paar A's, weil der Fork.io-Thread ein bisschen schneller anfängt als der andere im Main-Thread. Und danach kriegen wir immer abwechselnd BA, 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 BA. Es ist also nicht komplett wild durcheinander, sondern ein bisschen geregelt wild durcheinander. Ja, Frage? Ihr sollt uns überlegen, ob wir dieses Mikro nicht tatsächlich immer behalten. Hängt das nicht davon ab, auf was für eine Maschine ich das laufen lasse? Es sieht mir jetzt aus, als wäre das auf einem Single-Kern, der ohne Hyperthreading am Laufen gewesen. Nein, das ist tatsächlich nebenher gelaufen. Die Sache ist, dass wir ein cooles Runtime-System haben. Und dieses Runtime-System, also ne, es ist der GHC. Wir leben im Zeitalter der Sufficiently Smart Compiler. Und der GHC merkt, dass wir, aha, guck mal, die haben zwei Threads, die ungefähr das gleiche tun, geben wir denen doch ungefähr gleiche Shares, also ungefähr gleiche Zeitscheiben. Das merkt das Runtime-System tatsächlich an einigen Stellen. Jetzt, wenn es komplizierter wird, natürlich nicht, aber so auf der Ebene geht das gerade noch so. Ich dachte, das wäre cool. Also ja, wir haben jetzt einen Thread, der B's printet und einen Thread, der A's printet und das geht immer so weiter. Okay, aber, wenn wir uns an den Typen von Fork.io erinnern, es ist IO-Unit zu IO-Thread-ID. Das heißt, aber, wie kriege ich da denn jetzt überhaupt Daten raus? Das heißt, es ist ganz schön, wenn ich irgendwie nur ein paar Seiteneffekt-Sachen nach außen schmeißen will und dass ich dann einfach sagen kann, okay, printe das einfach, meinetwegen, aber was ist, wenn ich jetzt irgendwie einen GUI-Thread starten möchte und der soll irgendwie den Nutzer fragen, was seine Lieblingsfarbe ist, wie kriege ich das denn zurück zu dem anderen Thread? Wenn ich IO-Unit zurückgebe, dann kriegen wir ja nichts Interessantes. Ich kann in diesem Unit keine Informationen deklarieren. Unit, der langweiligste Typ, den ihr jemals kennenlernen werdet, hat ja nur diesen einen Bewohner und deswegen kann ich keine Daten darin zurückliefern. Okay, das Problem hatten wir schon mal. Vor 2 Wochen nämlich, als wir uns mit der Parmonade beschäftigt haben. In der Parmonade hatten wir genau das gleiche Problem. Da konnten wir auch nur ein Unit irgendwie parallelisieren und keinen Wert direkt zurückgeben. Damals hatten wir sowas hier, IVARs. IVARs waren so lustige Boxen, in denen entweder was drin sein kann oder nicht. Und wir konnten Dinge in IVARs reintun, wenn sie leer waren. Und wir konnten Dinge aus IVARs rausholen, wenn sie voll waren. Introducing MVARs, ist das nicht cool? MVARs funktionieren quasi genauso, mit einem kleinen Unterschied, zu dem wir gleich noch kommen, aber im Prinzip ist es dieselbe Sache. Wir können uns neue MVARs machen, wir können uns neue leere MVARs machen, wir können MVARs lesen, sollten sie voll sein, und wir können in MVARs was reintun, sollten sie leer sein. Und wir können sie einfach nur auslesen, dass es einfach liest das, also read, MVAR ist liest das,
mach irgendwas damit und speichere es sofort wieder rein. Ja, Frage. Das heißt, wir können nichts in eine MVAR packen, wenn schon was drin ist. Das heißt, das alte überschreiben? Das ist korrekt. Also wir können natürlich das alte überschreiben. Man muss erst das alte rausnehmen und dann was Neues reinschreiben. Aber prinzipiell erstmal, wenn schon was drin ist und du rufst put MVAR auf, dann wird dein Thread blocken, solange die MVAR voll ist. So. Wir brauchen keine eigene Monade dafür, wie die Paar-Monade vom letzten Mal. Wir hatten ja eben gerade schon besprochen, dass Concurrency wahrscheinlich in der Regel sowieso effektvoll ist. Und dann nehmen wir einfach die IO-Monade, die reicht. Da müssen wir keine extra Schicht für einführen. So, und warum heißen die jetzt MVARs und die anderen waren IVARs? Naja, die IVARs sind halt immutable, das heißt unveränderlich. Das heißt, wir konnten in so eine IVAR nicht erst 4 reinstecken, dann 4 rausnehmen, 5 reinstecken, 5 rausnehmen, 17, 23, wie auch immer reinstecken. Es ging nur einmal. Wir hatten besprochen, wenn wir put zweimal oder get zweimal, eins von beiden, auf eine IVAR aufrufe, dann gibt das einen Fehler. Das bei MVARs anders, denn MVARs sind mutable. Das heißt, ich kann sowas machen. Ich kann mir sagen, okay, M ist meine neue tolle MTM-VAR und ich sage, okay, fork mir mal einen Thread und dieser Thread setzt mir erst ein X in die MVAR und dann ein Y in die MVAR. Kann ich machen. Und dann im Main-Thread hol dir R aus der MVAR, printe das und hol dir R aus, danach nochmal aus der MVAR und printe das. Das wird uns XY ausgeben. An sich kein furchtbar kompliziertes Programm, aber es macht klar, was der Unterschied zu IVARs vom letzten Mal ist. Die hier sind mutable. Soweit? Benjamin guckt so kritisch. Ja, das sollst du. Du sollst ins Mikro sprechen. Hier, sprich da rein. Okay, also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Nach meinem intuitiven Verständnis, und wahrscheinlich ist genau das wieder falsch, müsste der ja XY in irgendeiner nicht definierten Zeitabfolge da reinschreiben. Und dann ist ja nicht gesagt, ob wenn ich das wieder da raushole, zweimal X rauskommt, einmal X, einmal Y rauskommt oder zweimal Y rauskommt, weil ja nicht klar ist, an welchem zu welchem Zeitpunkt das abgerufen wird. Gute Frage. Es ist aber nun mal so, dass wir die Funktionen putMVAR und takeMVAR benutzen. putMVAR kann sofort das X in die MVAR reinlegen, weil die MVAR am Anfang leer ist. Wir haben uns eine leere MVAR erstellt. Das heißt, am Anfang ist sie leer, X kann reingelegt werden. So, und takeMVAR, ähnlich wie bei IVARs, blockiert so lange, bis es was findet. Und also, wir legen X da rein. Und dann wird entweder Lead X schon drin oder wenn hier R das erste Mal rausgenommen werden soll mit takeMVAR. Oder takeMVAR wartet halt so lange, bis was drin ist. Und dann, und solange das noch nicht rausgenommen wurde, blockiert auch die zweite Operation mit putMVAR Y. Und das wird dann danach wieder rausgenommen. Weitere Fragen? Ich sehe schon, wir kommen niemals zum Ende. Ist das ein Tippfehler oder warum darf ich R zweimal beschreiben? Weil steht R ist gleich takeMVAR und nochmal. Das müsste, also ich habe das 1:1 aus dem Buch von Marlow kopiert. Das müsste so funktionieren. Das ist ja, M ist ja keine, R ist ja keine Variable, sondern das ist eine Bindung. Und man darf Bindung shadowen. Also man darf mit demselben Namen etwas neu binden, das dann den alten Namen nicht mehr zugänglich macht. Sehr gute Antwort. Das wird einfach schattiert. Soweit klar? Okay, wunderbar. Ja, bla 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 bla, genau das haben wir gerade besprochen. So, MVARs benutzt man in klassischer Weise auf 3 verschiedene Arten. Und zwar erstens als Channel mit nur einem Slot. Das heißt, wer von euch Show of Hands weiß, was Channel sind? Okay. Betriebssysteme, anybody? Okay. Channel sind
in der Regel so FIFO oder FILO oder wie auch immer, kleine Hintereinanderreihung von Dingen, Listen, ähnliche Konstrukte, in die man Dinge von einer Seite reinschieben kann und die auf der anderen Seite von irgendeinem Verbraucher rausgeholt werden können. Normalerweise sind das mehrere Sachen, die man da, also oder beliebig viele Sachen, die man da reinschieben kann. In diesem Fall ist es halt nur eins. Ich kann in eine MVAR genau einen Datentypen reintun. Natürlich kann das wiederum eine Liste sein oder so weiter, aber da halt nur eine Liste. Okay, genauso kann man diese Channel auch als Logs verwenden. Also diese Channel mit einem Slot-Aspekt kann man auch als Log verwenden. Dazu kommen wir gleich noch. Eine andere Möglichkeit ist Behältnis für Shared Mutable State. Das heißt, wenn ich 13 Threads laufen habe und die alle irgendwie auf einen selben Zustand zugreifen sollen, der sich aber über Zeit verändert, dann kann ich das entweder über halt irgendwie eine State-Monade oder irgendwie was machen, oder ich sage, okay, wir haben hier eine MVAR und wir repräsentieren den State als eine ganz normale Haskell-Datenstruktur, die erstmal immutable ist, also sich nicht über Zeit verändern kann, aber wir stecken sie in diese MVAR. Und wenn wir den State verändern wollen, dann holen wir das da raus, verändern und basteln uns eine neue Datenstruktur basierend auf der alten, tun die neue Datenstruktur rein und fertig. Dann kann der Rest wieder auf den neuen Zustand zugreifen. Und natürlich, wie alle simplen Building Blocks, kann man auch das für kompliziertere Strukturen weiterverwenden. So, kommen wir mal zu einem kleinen Leckerli von Concurrency in Haskell. Was passiert, wenn wir folgenden Code ausführen? Und ich meine das ganz Gameshow-mäßig, ich will eine Antwort haben. Du weißt das. Irgendwer anders? Okay, dann hau raus. Das blockiert für immer. Das blockiert für immer. Würde man denken, weil, hey, okay, wir nehmen irgendeine MTM-VAR und wir warten drauf und der blockiert ja so lange, bis wir... Ich habe ja gerade eben gesagt, der blockiert so lange, bis was reinkommt. Also würde man denken, das blockiert für immer und ewig, das wird nie fertig. Nein, ich sagte sufficiently smart compiler. Wir kriegen eine Fehlermeldung. Wenn wir das ausführen, kriegen wir, oh, du scheinst da einen Thread zu haben, der da indefinitely auf eine MVAR wartet, die nie gefüllt wird. Das Runtime-System kann sowas tatsächlich erkennen und kann dann sagen, ah, das wird wohl irgendwie nichts. Das ist natürlich einfach für uns, weil wir dann wissen, hey, also unser Programm braucht nicht nur lange zum Berechnen, ich lasse das mal noch ein, zwei Wochen laufen, sondern ich kann das tatsächlich vorhersehen. Frage. Ist TakeMVAR nicht lazy? Also hätte ich erwartet, weil wir das nie benutzen, dass er das einfach komplett ignoriert und nie ausführt. Nein, der wartet generell, also die Semantik ist, dass er wartet, bis da was drin ist. Auch wenn ich es dann gar nicht brauche? Ja. Okay, diejenigen, die eventuell schon mal eine Informatikvorlesung gehört haben, die kennen folgendes Problem. Stellt euch vor, ihr habt fünf Philosophen oder irgendwelche anderen Leute, wir sind ja alle Philosophen, Informatik ist Mathe und Mathe ist Philosophie, dann haben wir also fünf Leute zum Abendessen eingeladen und wir haben den Tisch mit fünf leckeren Haufen Spaghetti gedeckt und wir haben dummerweise aber nur noch fünf saubere Gabeln und man braucht jetzt aber zwei Gabeln, um diese Spaghetti irgendwie sinnvoll essen zu können. Glaubt mir, das ist so. Und jetzt ist das Problem, wenn die Philosophen sich alle denken, ja, ist okay, ich will jetzt aber unbedingt essen, dann schnappen die sich alle die Gabel, meinetwegen die zu ihrer Rechten, und dann sitzen sie alle da und verhungern. Warum verhungern sie? Naja, sie brauchen zwei Gabeln, um da irgendwie sinnvoll bei zu essen. Und sie kriegen aber nur die eine. Keiner von ihnen will seine Gabel loslassen, weil ich brauche zwei zum Essen. Wieso sollte ich meine Gabel loslassen, ne? Wenn ich schon eine habe? Fehlt mir ja nur noch eine. Genau, so. Philosophen sind manchmal halt auch dumm. Und sie werden deswegen verhungern, weil halt niemand seine Gabel hergeben will, sondern alle nur darauf warten, dass irgendwie magisch eine zweite Gabel passiert. Genau. Und was das für
Threads und Logs bedeutet, ist, dass wenn wir irgendwie Logs benutzen, um unsere Concurrency einigermaßen sinnvoll hinzubekommen, dass wir verdammt nochmal darauf aufpassen müssen, in welcher Reihenfolge wir die freigeben und ob das alles so sinnvoll ist. Und das kann ganz schön fiese Bugs geben, die ziemlich schwer zu debuggen sind ab und zu. So, in Haskell ist es aber nun mal so, Threads und Embers sind alles Objekte auf dem Heap. Okay, das Runtime-System oder halt insbesondere der Garbage Collector kann jetzt aber über den Heap drüber laufen in einer bestimmten Art und Weise. Also diese bestimmte Art und Weise ist, dass er mit den laufenden Threads anfängt und deren Stack und dann von da sich durchs Pointer-Labyrinth arbeitet und guckt, welche Objekte er alle so erreichen kann. Und wenn jetzt irgendein Ding nicht erreichbar ist, zum Beispiel, wir haben hier einen Thread und der wartet auf eine MVAR, aber diese MVAR wird von nirgendwo anders referenziert, dann kann der das merken und dann kann der uns eine Fehlermeldung geben, weil das schmeißt dann eine Exception. Wunderbar. Aber auch das funktioniert nicht immer so, wie man halt intuitiv denken würde. Schön, dass wir es haben, aber nachdenken können wir uns trotzdem nicht sparen. Was tut das hier? Wir haben zwei MVARs, die am Anfang empty sind. Wir nennen sie Lock und Complete. Und wir forken einen Thread, der sagt, okay, hol dir die MVAR Lock und wenn du damit entweder normal durchläufst oder eine Exception schmeißt oder irgendwas, Hauptsache, also am Ende, wenn irgendwas da vorne passiert, dann finally put MVAR Complete Unit. Das heißt, hol dir die MVAR Lock und oder wenn du die hast oder eine Exception geschmissen bekommst, dann drück mal einen Unit in Complete rein. So, und der Hauptthread wartet auf die TakeMVAR-Complete. So, will jemand raten, was tatsächlich passiert? Oder was passiert? Ja. Nein. Frage. Erklär mal, was MVAR-Lock ist und was MVAR-Complete ist. Wir geben den Namen. Wir sagen, wir wollen zwei MVARs haben. Und die eine nennen wir Lock und die andere nennen wir Complete. Das sind keine speziellen Namen oder sowas. Wir nennen die einfach nur so. Wir könnten sie auch Hinz und Kunz nennen. Wir sagen nur, okay, wir verwenden es wie ein Lock. Das heißt, wir warten darauf, dass wir diese MVAR haben, bevor wir irgendwas machen dürfen. Okay. Will jetzt jemand raten? Ansonsten mache ich das. Okay, man würde ja normalerweise vermuten, okay, jetzt würde ja das Runtime-System irgendwie erkennen, dass in diesem Fork-IO-Thread das Take-MVAR-Lock hängt und dann schmeißt es eine Exception und dann, okay, dann können wir wenigstens unser Finally machen, dann kommt das Unit in Complete und der Main-Thread kann Complete nehmen und alles ist gut. Ist gut, dass wir heute dieses Spielshow-Host haben. Okay, nicht nur der geforkte Thread hängt, sondern auch der Main-Thread, weil die beide irgendwas nehmen wollen, was nicht gesetzt wird. Und deswegen hängt beides und deswegen fliegt uns eine Exception um die Ohren. Kira? Was genau war jetzt Finally? War das jetzt auch ein Name, den wir in die MVAR reinpacken? Oder was ist das? Nee, Finally ist eine Funktion. Das bedeutet, eigentlich wollen wir dieses TakeMVARLock machen, dieses hier vorne. Ja, das ist das, was wir eigentlich machen sollen. So, das kann jetzt entweder funktionieren oder es kann eine Exception schmeißen. Und uns ist egal, Finally sagt, egal ob was da passiert, ob es durchgeht, ob es funktioniert oder ob es eine Exception schmeißt, Latte, hinterher machst du Folgendes, und zwar put MVAR complete unit, setz ein Unit in die MVAR complete rein. Okay? Zweite Frage. Also ich bin jetzt bei dem zweiten Punkt ein bisschen verwirrt. Du sagst jetzt im Prinzip, es fliegen zwei Exceptions, eine in dem geforkten Thread und einmal im Hauptthread, will beide blockieren. Nein, der Hauptthread kriegt die Exception und deswegen bricht das Ganze ab. Aber weil der Hauptthread kriegt die Exception von dem geforkten Thread, weil der blockiert und nicht, weil er selbst auch blockiert. Doch, er blockiert ja auch selber. Er wartet da auf irgendetwas, was nicht gesetzt wird, per Definition. Das Runtime-System ist nicht schlau genug, um sich selber mit einzuberechnen. Im Sinne von, das würde ja referenziert, wenn ich jetzt mal eine Exception hier reinschmeißen würde. Naja, dadurch sind Finally, es wird auf jeden Fall gesetzt, ob es Exception kommt oder nicht. Also das ist ja nicht mal... Aber erst, wenn TakeMVARLock funktioniert. Und TakeMVARLock funktioniert ja nicht. Das Runtime-System denkt sich hier also, okay, TakeMVARLock wird nicht passieren.
Und deswegen wird TakeMVAR complete auch nicht funktionieren und deswegen bricht das Ganze zusammen. Hat das das einigermaßen beantwortet? Okay, dann weiter. So, bis hierhin nochmal Fragen, weil dann würde ich jetzt mit STM weitermachen. Ja. Ja, dann noch eine Frage zum Code von gerade. Wenn man das also irgendwie durch den Compiler durchkriegen würde, der Code an sich müsste dann funktionieren, wenn man es denn ausführen dürfte. Was meinst du also mit durch den... Würde er dann TakeMVAR complete am Ende ausführen, wenn man dem Compiler sagt, akzeptiere das jetzt einfach? Wenn man dem Compiler sagen würde, akzeptiere das einfach? Nein. Weil er dann auf Log warten würde. Der würde hängen. Wenn du es jetzt irgendwie am Runtime-System vorbei bekommen würdest oder Garbage Collection ausschalten würdest oder sowas, ich weiß nicht mal, ob das geht, dann kannst du, dann würde der geforkte Thread auf das Log warten und der Hauptthread würde auf Complete warten. Du, was du meinst, würde ja, wenn wir das Runtime-System nur dazu kriegen würden, nur diese eine Exception zu schmeißen. Ja, aber dafür darfst du das Runtime-System neu schreiben. Viel Spaß. Okay, Software Transactional Memory. Warum machen wir das? Ist erstmal gerade wichtiger als was ist das? Warum machen wir das? Okay, wir hatten dieses wunderschöne Deadlock Detection und so weiter, aber nach wie vor gilt, Locks are absurdly hard to get right. Hat mal ein sehr weiser Mann gesagt, und zwar Simon Peyton Jones. Das ist der andere von den beiden Simons. Das ist nicht der Simon, der das tolle Buch geschrieben hat. Das ist der andere tolle Simon. Der hat eine wunderschöne Vorlesung dazu gemacht, dauert ungefähr eine Stunde und kann ich jedem hier empfehlen, passt auch ungefähr vom Level her. The future is parallel and the future of parallel is declarative. Aber er hat halt auch in dieser Vorlesung, und hier möchte ich das gleiche auch nochmal tun, ein paar Probleme mit üblichen Log-Mechanismen erkannt und aufgelistet. Das allererste ist, wenn wir Logs vergessen. Ich meine, wir sind Menschen, wir sind noch nicht so gut, dass wir jeden Fehler, den wir in Code einbauen, sofort sehen und beheben können. Das heißt, wir können irgendwie Logs vergessen und dadurch können Race Conditions entstehen. Wir können außerdem Deadlocks haben, sowas wie das Problem mit den Philosophen von gerade eben. Das heißt, wir nehmen oder releasen die Logs in der falschen Reihenfolge und schwupp hängt unser Programm und kommt nirgendwo mehr hin. Dann können wir eventuell verpassen, irgendeiner Variable Bescheid zu sagen, dass die jetzt true sein soll statt false und dann wird irgendein Thread gar nicht mehr aufgewacht oder sowas. Und insbesondere finde ich auch wichtig Error Recovery. Das ist besonders awkward. Angenommen, wir arbeiten normal mit Logs und dann geht irgendwas falsch, es fliegt eine Exception oder sowas. Und dann haben wir das Problem, dass wir jetzt im Exception Handler die ganzen Logs wieder freigeben müssen und halt irgendwie den Ursprungszustand wiederherstellen müssen, damit das irgendwie wieder neu versucht werden kann oder so auch immer. Oder wie, oder was auch immer passieren kann. Und das ist teilweise richtig hart, wenn man irgendwie am Ende noch I.O. oder sowas da drin macht. Und das ist alles ziemlich, ziemlich kontrovers. Okay, an einem Beispiel. Wir haben hier eine doppelt endete Liste. Das heißt, man kann vorne am Anfang der Liste irgendwas machen und man kann hinten am Ende an der Liste irgendwas machen. Hinzufügen, löschen, alles sowas halt. Jetzt können wir das erstmal so machen und überhaupt gar keine Logs verwenden. Was ist das Problem damit? Dafür reiche ich jetzt nicht das Mikrofon rum. Das Problem damit ist, dass das furchtbar wird. Wenn wir da überhaupt keine Logs drauf haben oder sowas, dann können sich die gegenseitig die Elemente unter dem Zugriff weglöschen. Da können schlimme Dinge passieren. Ich glaube, soweit ist es klar. Okay, was macht also der gut ausgebildete Bachelor-Informatiker? Er packt ein Log drauf. Und wir können jetzt ein riesiges Log für die ganze Liste. Das funktioniert, jetzt löschen die sich nicht mehr gegenseitig die Elemente unterm Zugriff weg, aber wir haben ein neues Problem, und zwar, das ist nicht gerade nebenläufig. Wenn wir jetzt ein riesiges Loch haben, dann haben wir das Problem, dass auch nur ein Thread gleichzeitig daran arbeiten kann. Und das ist eigentlich nicht das, was wir hier haben wollen. Also klatschen wir auf jedes Element ein eigenes kleines Loch. Okay, das funktioniert, wenn die Listen groß genug bleiben. Aber es wird extrem tricky, sobald es nur noch so um Listen von zwei oder einem Element geht.
Weil dann ist es wieder so, oh, da muss ich wieder die Logs in der richtigen Reihenfolge nehmen, warte, erst das oder erst das und dann dies freigeben und dann meine Operation oder war es doch erst das, die blablabla. Man muss sich da enorm viele Gedanken drüber machen. Und das ist einfach nicht trivial. Da verschwendet ihr gute Zeit eurer Programmierarbeit drauf. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen ja eigentlich nur, dass es funktioniert. Wir wollen ja nur irgendwas anderes machen und uns eigentlich nicht mit diesem ganzen Quatsch auseinandersetzen. Das geht so weit, dass wenn wir das ganz ohne Logs machen oder sowas und einfach nur sequenziellen Code, der gar nicht irgendwie parallel oder nebenläufig arbeitet, schreiben, das kann man, wenn man hier einen Bachelor gemacht hat, spätestens macht man das einmal in Betriebssysteme oder sowas. Wer an der Schule schon gut ausgebildet wurde in Informatik, hat das eventuell sogar da schon mal gemacht. Und wenn wir jetzt sagen, okay, ich möchte einfach nur dasselbe machen, aber bitte mehrere gleichzeitig, konnte man dafür bis vor kurzem noch Paper drüber veröffentlichen und das wurde nicht schräg dafür angesehen. Das ist gar nicht mal lange her, dass man das noch auf Konferenzen ernsthaft irgendwie als Beitrag anbringen könnte. Und dieser Schritt, haltet euch von, ja, wir haben das irgendwie in der 12. Klasse mal gemacht, hinzu, ich habe einen Paper drüber veröffentlicht und ich werde nicht dafür ausgelacht, in nur dem Schritt, dass wir das jetzt gerne parallel machen oder nebenläufig machen wollen. Das ist eigentlich ziemlich heftig. So, und Atomic Blocks, das, was STM uns bereitstellt, holt das Ganze wieder so ein bisschen auf das Level zurück, was man hier in einem Bachelor eigentlich so auf Bachelor-Level halt einigermaßen verstehen könnten und durchführen können sollte. Also, yay. So, was ist das jetzt überhaupt? Software Transactional Memory oder STM tut Folgendes. Es gibt uns die Möglichkeit, Dinge atomar durchführen zu lassen. Das heißt, ich kann nicht mitten in meiner Durchführung, wenn ich jetzt gerade dieses Log genommen habe und dieses Log genommen habe und das da oder sowas oder dies getan habe, das und das da gleich tun möchte, aber noch nicht getan habe, kann ich nicht plötzlich von der CPU verdrängt werden und das in irgendeinem komischen Zustand hinterlassen. Geht nicht. Über Atomic Blocks kann man halt einen Blockcode haben, der genau so durchläuft und zwischendurch nicht unterbrochen wird. Das Interface ist aber immer noch das gleiche, wie wir es schon kennen, nämlich eine Monade, die STM-Monade, um genau zu sein. Das heißt, wir können immer noch Do-Notation verwenden, das heißt, wir können immer noch das tun, was wir überall eher schon kennen, es ist nur cooler. Deadlocks werden unmöglich. Warum? Es gibt keine Logs mehr. Wir müssen uns das nicht mehr antun. Wir haben uns das Problem wegdefiniert. Die gibt es nicht mehr. Wie gut. Automatisierte Error Recovery. Erinnert ihr euch daran, dass ihr eben noch in einem Exception-Händler oder sowas die Logs wieder in einer richtigen Reihenfolge freigeben musstet und dies noch zurücksetzen musstet und das noch zurücksetzen musstet, um den Ursprungszustand wiederherzustellen? Müsst ihr nicht mehr. Das macht die Monade für euch. STM hat eine Berechnung und wenn die durchläuft und aus irgendeinem Grunde nicht klappen könnte, weil irgendwas nicht mehr da ist oder sowas, oder aus irgendeinem anderen Grund, stellt sie von selbst den Ursprungszustand wieder her und alles ist gut. Und ein neues Konzept, den müsst ihr noch lernen, TVARs, das sind Transaction Variables, die funktionieren wie IVARs und MVARs. Das ist nicht sonderlich interessant, also gehe ich nicht näher darauf ein. Sie funktionieren genauso. So. Die STM-Funktionalität auf einer Folie ist hier. Wir haben die STM-Monade, da können Berechnungen drin ausgeführt werden, wie in I.O. oder wie in PAR oder wie in sonst was weiß ich. Dann haben wir vielleicht die wichtigste Funktion, Atomically, die nimmt eine Berechnung in der STM-Monade und führt sie in der I.O.-Monade aus. Aber atomar, das ist der Witz. Dann haben wir noch TVARs. Wie gesagt, es gibt New TVAR, es gibt Read TVAR, es gibt Write TVAR, bla 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 bla. Und dann gibt es noch Retry. Das heißt einfach, hey, versuch das Ganze nochmal, falls es nicht geklappt hat. Aus irgendeinem Grund. Oder Or Else. Das nimmt zwei und führt einen von beiden aus. Auf die komme ich gleich auch noch. Throw STM und Catch STM, ja, die gibt es auch, aber da. Einmal kurz näher geschaut auf Atomically. Atomically nimmt irgendeine Berechnung in der STM-Monade und gibt den gleichen Typ in der IO-Monade zurück. Das ist kein Sprachkonstrukt. Das ist nicht irgendein magisches Wort, was in den Compiler eingebaut ist und deswegen so funktioniert, wie es tut. Es ist einfach nur eine Funktion. Es nimmt eine Berechnung in STM und führt sie in IO aus.
und zwar in einem Rutsch ohne Unterbrechung. Automatisches Error Recovery bedeutet, dass wenn ihr jetzt irgendwas gesetzt habt oder sowas, das dann wiederhergestellt wird, falls es fehlschlägt. Das bedeutet aber auch, dass ihr in STM kein I.O. machen dürft, weil das wäre komisch. Angenommen, wir machen jetzt irgendwie, okay, ich schreibe jetzt mir ein lustiges Programm und dieses Programm tut Folgendes. Als allererstes überweist es 20 Euro von Stefans Konto auf mein Konto. Dann überweist es 20 Euro von meinem Konto auf Benjamins Konto. Von meinem Konto auf Benjamins Konto. Und dann feuert es die Raketen nach Russland ab. Und dann überweist es 20 Euro von Benjamins Konto auf das Konto von einem Wiederaufforstungsprojekt oder sowas. Damit kann Benjamin bestimmt leben. So, und jetzt merkt man aber, oh, aber Benjamin war schnell. Benjamin hat sich jetzt schon ein Eis gekauft und hat überhaupt gar keine 20 Euro mehr auf seinem Konto. Warte, da machen wir das später einfach nochmal. Aber jetzt holt doch mal gerade die Raketen zurück. Das geht halt nicht. Und wenn wir dann einfach sagen, retry, feuern wir die Raketen einfach nochmal ab. Das wäre auch ganz furchtbar. Also nein, kein I.O. in STM und in STM-Berechnung. Das geht nicht. Das Death and Chaos lies that way. Ebenfalls, die Typen verhindern ein genestetes Atomically. Also ihr kriegt ja aus einem Atomically ein STM rein und ein I.O. raus, aber wir dürfen kein I.O. in STM machen, also keine genesteten Atomicallys. Was würde das auch bedeuten? Führe folgenden Block in atomar durch, ohne Unterbrechung, und in folgendem atomaren Block führe nochmal folgenden Block atomar. Was? Das macht also keinen Sinn. Okay, soweit? Scheinen alle noch dabei zu sein. Okay, retry ist ebenfalls kein Sprachkonstrukt. Das ist auch keine Magie, also ein bisschen Magie, die dahinter steckt, aber nicht allzu viel. Nicht so viel, wie ihr vielleicht denkt. Das rollt eine Aktion zurück und versucht sie nochmal. Aber nicht sofort. Die Idee ist, angenommen, ich warte jetzt, okay, wir haben hier irgendeine M-War oder eine T-War und ich möchte jetzt gerne etwas aus dieser T-War auslesen. Oh, die ist ja leer, kann ich nicht. Okay, dann warte ich halt, retry. Und wenn ich das dann sofort nochmal starten würde, wäre ja schön doof. An der T-War hat sich nichts geändert und ich versuche das nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Passiert nichts, außer dass die CPU heiß wird und die Stromrechnung hochgeht. Das wäre doof, lassen wir das. Das Runtime-System achtet so ein bisschen darauf, aha, okay, es hat also auf diese Variable zugegriffen, auf diese, diese und diese. Mhm. Und dann ruft es Retry auf. Dann brauche ich, glaube ich, dem nicht Bescheid sagen, dass es das nochmal machen soll, bevor sich nicht eine dieser Variablen verändert hat. Okay, also es wird erst nochmal versucht, wenn es tatsächlich eine Chance drauf hat, nochmal zu funktionieren überhaupt. Dann gibt es noch or else. Das ist auch kein Sprachkonstrukt. Viel weniger Magie, als ihr denkt. Und es funktioniert eigentlich recht offensichtlich. Stellt euch vor, or else AB, versucht erstmal A auszuführen. Wenn A klappt, dann gut. Und wenn A nicht klappt, dann versucht es, also retry oder sowas aufruft, dann versucht es B auszuführen. Das erlaubt uns, STM-Berechnungen lustig zu verknüpfen. Wir haben das normale monadische Bind, das ist sozusagen eine Und-Verknüpfung, weil es erst das eine und dann das andere ausführt. Und mit or else haben wir auch eine Oder-Verknüpfung. Das heißt, gib mir dies oder gib mir das. Ist mir Latte. Kann auf jeden Fall sehr nützlich sein. Im Sinne von, wenn mir egal ist, Hauptsache das Wiederaufforstungsprojekt bekommt Geld, ist mir egal, ob auf Stefans Konto oder auf Benjamins Konto genug drauf ist. Solange die Geld verlieren und das Wiederaufforstungsprojekt Geld bekommt, ist mir das recht. Könnte ich also so machen. Oder ein etwas bürokratischeres Beispiel ist vielleicht, okay, wir haben hier zwei TM-Bars. TM-Bars funktionieren genauso, wie ihr es euch denkt. Wir haben eine vom Typen A und wir haben eine vom Typen B. Und mit or else kriegen wir ganz leicht ein either A oder B in der STM-Monade raus. Soweit? Nein? Doch? Hü, hot? Ja, bei du? Okay. Machen wir mal ein Beispiel und sehen sowas in ein bisschen mehr in Action. Wir wollen eine Bankensoftware schreiben und diese Bankensoftware sollte mindestens in der Lage sein, Konten zu repräsentieren und Überweisungen zu repräsentieren.
okay, wie machen wir das? Ganz naiv könnten wir es so machen. Wir sagen, okay, ein Konto ist ein IOREF-Integer, eine IOREF ist einfach ein, stellt euch das vor, als irgendein Teil in der IO-Monade, wo man halt Dinge reinschreiben kann. Und wir sagen, okay, wenn wir jetzt einen Amount bekommen, also einen Betrag, den wir überweisen wollen und zwei IOREFs mit Integers dahinter, dann machen wir das ganz einfach so. Wir sagen, okay, wir lesen den Zustand von der einen, vom einen Konto ein, wir lesen den Zustand vom anderen Konto ein, schreiben den Zustand vom ersten Konto auf den alten Zustand minus irgendeinen Betrag und schreiben den Zustand vom Zielkonto mit dem alten, mit seinem alten Betrag plus den gleichen Betrag. Na, so weit, so gut. Aber das Problem ist sowas hier. Wenn das jetzt nebenläufig passieren sollte, weil wir plötzlich mehr als einen Kunden haben, der gleichzeitig überweist oder sowas, dann haben wir damit ein Problem. Es könnte jetzt sein, dass zwei Threads gleichzeitig oder semi-gleichzeitig versuchen, Überweisungen durchzuführen und der eine oder sagen wir beide die Zustände von einem alten Konto einlesen, bevor die jeweils andere fertig ist. Angenommen, ich bin ein Konto und wir haben ein Konto von Mr. Abel und Mr. Abel hat 1000 Einheiten in seinem Konto. Und jetzt gibt es zwei Überweisungen, die unterwegs sind. Die eine möchte gerne 5 Einheiten von Mr. Abels Konto abheben und die andere möchte gerne 900 Einheiten von Mr. Abel abheben. Dann passiert Folgendes, okay, beide lesen, weil sie es ungefähr gleichzeitig machen, sagen, okay, Mr. Abel hat 1000 Einheiten Geld. Und dann merken sich das beide. Und dann geht meinetwegen die erste schneller durch und sagt, okay, 1000 minus 900 sind 100, dann hat jetzt Mr. Abel nur noch 100 Einheiten Geld. Und dann kommt aber erst die zweite rein und sagt, okay, eben hatte er 900, ich will 5 abziehen, dann hat er, eben hatte er 1000, ich will jetzt 5 abziehen, dann hat er noch 995 und schreibt das als Zustand hin. Und dann sind beide Überweisungen durchgelaufen, aber Mr. Abel hat trotzdem nur 5 Einheiten Geld verloren. Das klingt zwar erstmal gar nicht so schlecht für euch, wenn ihr Mr. Abel seid, aber wenn dann in 0, nichts eure Einheiten Geld nichts mehr wert sind, weil alle bei dieser Bank sind, ist das unschön. Da muss man wieder mit Wäschekörben irgendwie Brötchen kaufen. Hier ist furchtbar. Okay. Die Standardansatzweise hierzu ist, wir können Logs einführen. Und das rettet uns dann vor sowas. Wenn wir das mit MWAs machen, sieht das dann ungefähr so aus. Der Account ist jetzt ein MWA mit einem Integer. Und Credit und Debit funktionieren im Prinzip genauso. Die warten jeweils, bis sie das Log für den entsprechenden Account kriegen. Und erst dann führen sie die Aktion durch. Und danach geben sie es wieder frei. Transfer wäre jetzt etwa so, also Überweisung. Wir sagen einfach, okay, wir heben es von dem einen ab und zahlen es auf den anderen drauf. Aber das hat immer noch Probleme. Erkennt wer welche? Wenn zwei Transfers gleichzeitig laufen und die Konten, die beteiligt sind, gleich sind, dann kann es ja sein, dass die eine Überweisung auf das Log für das Konto wartet, dass die andere schon Überweisung schon an sich gerissen hat. Also dass sie sich gegenseitig blockieren. Genau, sowas kann passieren. Das verhindert zwar das, was wir gerade eben hatten, aber es können immer noch Race Conditions entstehen. Entweder sowas oder wir könnten irgendwie in einem Schritt nach dem Debit-Schritt da oben, bevor dem Credit-Schritt, könnten wir von der CPU verdrängt werden und dann dauert es richtig lange, bis wir irgendwie wieder das ausführen können und dann gibt es unschönen State-Kuddelmuddel. Das ist unschön. Soweit? Okay. Zumindest beschwert sich keiner. Mit STM würde das ungefähr so aussehen. Also genauso. Der Witz ist nur, dass der Unterschied jetzt, also im Vergleich, das hier ist es, wie es eben war, mit Logs und so ist es mit STM. Der Unterschied ist wirklich nicht sehr groß. Der Unterschied ist insgesamt hauptsächlich die Rückgabetypen. Wir hatten mit Logs sowas, dass ein Integer und zwei Accounts nimmt und irgendeine IO-Berechnung durchführt.
Mit STM haben wir das Ganze nur als Berechnung in der STM-Monade. Die STM-Monade ist aber schwächer als die IO-Monade, was in unserem Fall aber gut ist. Weil wir haben nur eine Art und Weise, wie wir überhaupt aus dieser STM-Berechnung einen IO-Wert oder wie wir diese überhaupt durchführen lassen können, und zwar mit Atomically. Und Atomically garantiert uns, dass das nicht verdrängt wird zwischendrin. Und einen Deadlock können wir auch nicht haben, weil wir keine echten Locks mehr haben. Das wird alles in einem Schwupps ordentlich durchgeführt. So, soweit. Alle noch dabei, halbwegs zumindest. Okay. Jonas, wir haben jetzt dieses tolle STM. Warum brauchen wir den scheiß Ember überhaupt noch? Brauchen wir die überhaupt noch? Da meldet sich gleich schon wieder einer. Es kann ja sein, dass man tatsächlich auf etwas warten will, weil man eine Berechnung extra ausgelagert hat, damit man zwei Sachen separat machen kann, und es ist einfach nicht sinnvoll weiterzumachen, oder bevor das Ergebnis da ist. Das könnte man, glaube ich, in STM auch hinkriegen, aber Benjamin? Naja, Atomic führt ja dazu, wenn ich nicht unterbrochen werden kann und alle Atomic-Operationen benutzen die ganze Zeit, dann führe ich ja doch wieder alles sequenziell aus, oder nicht? Die Idee ist, also du sagtest, dass man, wenn alles Atomic ist, dann können die sich ja doch irgendwie zwischendurch wieder unterbrechen, oder was? Also das ist wieder sequenziell. Ja, nicht unbedingt, weil die werden ja trotzdem nebeneinander gestartet, nur wenn dann irgendwie festgestellt wird, während die STM-Berechnungen laufen, dass da irgendwas dazu, dann kann es halt fehlschlagen. Das heißt, STM bedeutet, entweder führe ich das Ganze sinnvoll durch in einem Schwupp, oder es wird unterbrochen und dann wird der Ursprungszustand wiederhergestellt. Das heißt, wenn irgendwas dazwischen kommt, den Kernel Interrupt kann auch den Garbage Collector vom GHC irgendwie weghauen, dann, aber die Garantie, die hier ausgesprochen wird, ist, dass wir dann nicht plötzlich in einem komischen Zustand enden, weil es dann halt nochmal von vorne aufgerollt wird. Wir können nochmal einen Experten zu dem Zeug befragen. Was meinen Sie denn? Was könnte das Problem damit sein? STM hat einen gewissen Overhead. Also. Ja. Okay, also ja. STM ist eine Abstraktion. Und wie fast alle Abstraktionen gibt es damit einen Overhead und Laufzeitkosten. Das heißt, wir versuchen manchmal STM-Berechnungen durchzuführen und das klappt dann aber nicht und dann muss es irgendwie zurückgerollt werden und das muss alles irgendwie gemanagt werden. Das braucht alles ein paar CPU-Cycles. Das heißt, wenn ihr eine Berechnung, also wenn ihr in STM 10.000 Mal irgendwas nehmt, was 10.000 Mal geputtet wird und einfach nur das gleiche mit MBAS macht, wird das mit MBAS schneller laufen. Das ist keine Frage. Aber vielleicht noch das Wichtigere ist Fairness. Mit MBAS garantieren wir Fairness. Das heißt, also was bedeutet das? Angenommen, wir haben 10 Threads, die auf ein und dieselbe MBAR lauschen und die gerne nehmen möchten. Und wir haben dann das Problem, und wir haben sogar genug Sachen, die MBAR wird auch regelmäßig geputtet. Dann können wir mit MBARs und so weiter garantieren, dass jeder Thread mal diese MBAR bekommt. Ups. Das können wir aber bei STM nicht. Das heißt, es gibt diese Fairness-Garantie vom Runtime-System, die gilt aber nur für MBARs und nicht für STM. Frage? Ich bin gerade ein wenig verwirrt, wie wir das benutzen. Vielleicht kommt das in deinem Beispiel gleich, aber STM ist ja eigentlich dafür gedacht, dass du es immer in einem Block ausführst, richtig? Ja. Das ist der Witz. Wir können nur mit Atomically dann überhaupt irgendeine Berechnung ausführen. Aber dann würde ich ja quasi ein STM, wie eben in diesem Beispiel der Transaktion, mir quasi definieren und dann irgendwann das in einem Atomically, in einem Fork, IO und anderen Thread reinhauen. Richtig? So, wenn ich jetzt aber quasi in beiden Threads den gleichen STM auf zwei verschiedenen Kernen ausführe, können beide komplett Atomic durchlaufen, weil es ja zwei verschiedene Kerne sind, separat, würden aber trotzdem auf die gleiche Variablen zugreifen, oder nicht? Oder sorgt das dafür, dass, wenn das auf verschiedenen Kernen läuft, das dann irgendwo quasi doch blockiert und doch gelockt wird? Nein, die Sache ist nur, falls es irgendwie kommt, also angenommen, du möchtest dann in irgendeine andere Variable reinschreiben, was du da wunderschön berechnet hast, und das versuchen jetzt beide Threads, die beide durchlaufen können.
die laufen auch erstmal beide gleichzeitig los, aber in dem Moment, wo du es dann verwenden wollen würdest oder das Lauftime-System oder das Runtime-System bemerkt, dass irgendwas nicht zueinander passt, bricht es halt die Berechnung, in der es nicht passt, ab und rollt die zurück. Das heißt, die laufen immer noch nebeneinander her, aber nur eine kommt durch. Das ist sogenannte All-or-Nothing-Semantics. Das heißt, entweder klappt das Ding komplett in einem Rutsch oder es klappt gar nicht. Das heißt nicht, magisches Override, Kernel Interrupts interessieren mich ab sofort nicht mehr, mach das atomar durch, sondern es bedeutet, mach es entweder atomar oder gar nicht. Beantwortet das das? Schön. Okay. Okay, ja. Ich möchte noch mal gerne auf die erste Fragestellung mit der Liste zurückkommen. Wenn ich jetzt ein großes Log habe, habe ich ja den Fall, dass ich jetzt jeder Prozess oder jeder Stretch macht an seinem Kram was und die müssen das alles sequenziell abarbeiten. Mit STM wäre das jetzt ja eigentlich so, alle versuchen es gleichzeitig, nur einer kommt durch und die anderen müssen es wieder versuchen. Das ist doch eigentlich noch schlimmer, als wenn ich ein großes Log hätte, oder? Beziehungsweise die machen es atomar, kommen dann entweder durch oder nicht. Wenn es atomar war, ist es quasi sequenziell. Wenn sie nicht durchkommen, müssen sie es nochmal versuchen. Das ist doch eigentlich noch schlimmer. Also wenn ich das nicht verstanden habe, dann nimmst du nicht das Beispiel mit dem einen großen Log, sondern mit den ganz vielen kleinen Logs für jedes Element als in der SMM-Variante. Und deswegen knallt es dann nur, wenn zwei Threads auf das gleiche Element zugreifen. Aber es können alle Threads auf die Liste zugreifen und haben da, solange sie halt nicht aufs gleiche zugreifen, keine Probleme. Aber die Listenmanipulationen finden ja trotzdem dann jeweils atomar statt und in dem sind dann auch wieder quasi sequenziell. Das heißt, sobald alle auf die Liste zugreifen, die Liste manipulieren wollen, ja, beziehungsweise ja, das sind, du hast dann atomare Blöcke, die müssen dann ja auch sequenziell abgearbeitet werden. Ja, herzlich willkommen zum informatischen Quartett. Nee, es gibt ja nicht die eine Liste, die bearbeitet wird als Ganzes, sondern du willst einzelne Pointer, willst du da letztlich bearbeiten, gell? Und du greifst in dem atomaren Block nur auf die einzelnen Pointer zu und nur dann, wenn da ein Konflikt auf genau diesem Pointer passiert, dann ist irgendwas komisch. Ja, okay. Aber, ja, ist klar. Ansonsten darf ich da nochmal gerne die Empfehlung für das Buch aussprechen. Da steht das auch in mehr Detail drin, als in meinem Kopf ist und als wir hier vorstellen können. Die hat natürlich auch wieder verschiedenste Literatur-Querverweise. Insbesondere hat Simon Peyton-Jones auch einige hübsche Paper zu dem Thema geschrieben. Ich glaube, da könnt ihr euch satt lesen. Fragen? Weitere? Ansonsten können wir ganz optimistisch eventuell zur nächsten Einheit übergehen. Wir wollen, ich dachte mir, ich habe jetzt hier ungefähr 2,5 Stunden Theorie gemacht. Ich dachte, wir basteln uns in der letzten halben Stunde, die wir irgendwie haben, das kommt ungefähr hin, oder? Ja, sehr gut. In der letzten halben Stunde, die wir haben, basteln wir uns einen kleinen Chat-Server. Sowas IRC-ähnliches, allerdings basteln wir uns nur die Serverseite. Wir sagen, die Clients sind einfach Telnet-Konsolen. Wunderbar, damit kommen wir erstmal hin. Telnet, das ist ein Programm, um auf andere, um über Ports zu connecten, bla. Was? Du kannst, ich bin ja nicht irgendwie, also ich bin vielleicht ein bisschen kreativ, aber nicht so kreativ. Das heißt, alles, was jetzt gleich an Quellcode kommt, ist angelehnt und mit angelehnt meine ich 1:1 kopiert aus dem Buch. Was in deinem Fall aber sehr gut ist, weil das ganze Zeug, was im Buch ist, ist auch auf Hackage. Das heißt, die Beispielcodes sind alle, sind alle auch auf Hackage. Das heißt, du kannst das jetzt irgendwie aus der Vorlesung copy-pasten oder sowas, oder du kannst dir einfach irgendwie Parker oder sowas auf Hackage runterladen, Parallel and Concurrent, also P-A-R-C-U-R, bla 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 bla. Lies das Buch, da steht es ganz am Anfang drin, wie du es machst. Kannst du dir das runterladen und dann kannst du das alles direkt benutzen. Also ja, all dieser Code funktioniert tatsächlich.
und man kann Dinge damit tun. Wow, such echt Welt. Many Anwendungen. Okay, wir wollen also einen simplen Chat-Server basteln. Der soll Verbindungen mit mehreren Clients offen halten können. Die Clients sind ja einfach Telnet-Verbindungen. Und die sollen Folgendes können, an Befehlen. Ich will zum Beispiel Simba da vorne eine private Nachricht schicken. Ja, das heißt, ich will Tell Simba und bla 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 machen und dann kriegt nur Simba diese Nachricht und niemand sonst. Das will ich können. Ich will außerdem machen, dass Alexei zum Beispiel nicht mehr auf dem Server ist. Das will ich auch machen können und deswegen will ich / kick Alexei machen können und dann fliegt er runter. Ich habe außerdem irgendwann genug davon und will selber weg, also kann ich auch einfach quit machen. Und ich will ansonsten alles andere, was nicht mit einem / beginnt, will ich einfach gerne an alle broadcasten. So, wie fange ich jetzt an? Ich habe eine leere Main.js und wie fange ich jetzt so einen Quatsch an? Eine gute Idee bei Projekten ist es immer, sich als allererstes mal Gedanken darüber zu machen, was sind die ganz elementaren Datentypen, mit denen ich umgehen will. Bei uns sind das hauptsächlich Clients und Listen. Clients und Nachrichten, Entschuldigung. Fangen wir mit den Clients an. So sieht ein Client aus, für unsere Zwecke. Wir haben einen Client-Name, das ist ein String, liest sich aber hübscher. Und ein Client besteht aus einerseits dem Namen, andererseits einem Handle, wo ich Dinge hinprinten möchte, zum Beispiel. Ich will die ja nicht einfach auf die Standardausgabe ausprinten, weil dann schreiben alle möglichen Leute Nachrichten und nur der Typ, der vor dem Rechner sitzt, auf dem der Server läuft, kann die lesen. Das wäre doof. Also man will ja auch Dinge auf dem Client-Rechner printen können. Ich möchte mir gerne merken können, ob der Account schon gekickt wurde, der Client. Das repräsentieren wir über eine Transaction-Variable, die einen Maybe-String enthält. Nothing für, der ist nicht gekickt, der darf weitermachen, also ist der Standard. Wunderbar. Und just irgendein String für, wenn er schon gekickt wurde, dann steht in dem String irgendein Grund. Zum Beispiel, der Admin kann dich nicht leiten. Oder du hast zu häufig das Wort Rhabarberkuchen oder sowas erwähnt. Was weiß ich. Und dann brauchen wir noch einen Channel. Sowas, wie ich vorhin erwähnt hatte. Und über diesen Channel, in diesen Channel werden die Nachrichten reingesetzt, die dann abgerufen werden. Okay, Nachrichten gehen ebenfalls schnell. Das ist entweder eine Notice-Nachricht, das ist vom Server, hey, alle lieben connected Clients, bla 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 bla. Irgendeine geheime Nachricht von einem zum anderen, die wird dann über den Client-Name des Versenders und den String repräsentiert. Dann gibt es noch eine Broadcast-Nachricht, die einfach meinen Namen zum Beispiel enthält und an euch alle gesendet wird. Und es gibt Kommandos, die der Benutzer verwenden kann und die dann auch gepasst werden müssen. Das sind so die Nachrichtentypen. Okay. Clients zu erstellen ist einfach, wenn man davon ausgeht, dass man den Handle und den Namen schon hat. Und deswegen machen wir uns eine kleine Funktion newClient, die einen ClientName und einen Handle entgegennimmt als Argumente und uns ein Client-Objekt, also einen Client-Datentypen, Datenwert, whatever, in der STM-Monade zurückgibt. Das heißt, dieses Ding kann man im Zweifelsfall atomar durchführen. Das heißt, nicht irgendjemand kann sich mit irgendeinem Namen, zum Beispiel JBetzend oder sowas, registrieren. Und dann versuche ich das kurze Zeit oder gleichzeitig auch und dann gibt es Fu, weil die sich irgendwie überkreuzen. Nein, sowas kann atomar passieren. Einer von uns beiden ist immer der Erste. Egal, ob er oder ich, aber einer ist immer der Erste. Genauso mit Kick. Wenn Simba und ich uns gegenseitig kicken wollen, dann ist einer von uns beiden immer der Erste. Wir können uns nicht irgendwie gegenseitig kicken und das ergibt dann auch irgendwie einen gekreuzten State und so weiter. Das ist alles hässlich, sowas wollen wir nicht. Und deswegen machen wir sowas mit STM, weil es uns das ermöglicht, das atomar durchführen zu lassen. Ups, etwas zu schnell. Send Message ist auch gar nicht so schwierig.
Es gibt nur ein bisschen besondere Syntax hier. Also hier ist es, wir haben wieder eine Message, wir haben einen Client und wir möchten gerne diesem Client die Message übermitteln. Das heißt, wir schreiben in seinen Channel die Nachricht, okay? Und das Einzige, was hier so ein bisschen an Syntax entsteht, ist dieses, sind diese geschweiften Klammern mit den Punkten dazwischen. Das ist eine kleine besondere Syntax, die eine Extension benötigt, hier die Record Wildcards nennt sich das nämlich. Und die funktioniert so, Client Sendchan war ja der Name für eines, war ja der Name, den wir in der Record Syntax für den Channel gegeben haben. Und jetzt müsste ich ja normalerweise, wenn ihr euch an Record Syntax von neulich erinnert, müsste ich ja normalerweise irgendwie Client Sendchan auf den Client aufrufen, um an den Channel tatsächlich ranzukommen. Es sei denn, man benutzt Record Wildcard Syntax, dann kann man einfach Client Sendchan für genau das hinschreiben. Ist das klar, was das meint? Nein? Okay, Record Syntax, erinnerst du dich? Das war dieses Ding hier. Dass ich sagen kann, okay, ich habe in meinem Datentyp habe ich irgendeinen Client Name und den nenne ich Client Name. Ich habe irgendeinen Handle und den nenne ich Client Handle. Ich habe irgendeinen TVablub, dann den nenne ich Client Kicked. Und ich habe irgendeinen T-Chan Message, den nenne ich Client Send Chan. Ja, so. Und jetzt müsste ich normalerweise meinen Client irgendwie benennen, und dann diese Funktion als Getter aufrufen auf diesen Client. Und das würde mir dann meinetwegen den Handle zurückgeben. So. Und ich kann das übergehen, indem ich einfach nur Client Handle hinschreibe, wenn ich diese besondere Record-Wildcard-Syntax benutze. Ja? Gut. Weiter. Ein Server an sich ist nichts Kompliziertes. Das ist zwar einfach eine TVAR und diese TVAR merkt sich eine Map aus Client Name und Client. Was ist eine Map? Eine Map ist nicht, wohlgemerkt, nicht das Ding mit der Higher-Order-Function und der Liste oder sowas. Ich meine jetzt eine andere Map. Ich meine ein Key-Value-Map. Das heißt, ich habe irgendeine große Datenstruktur und in dieser Datenstruktur habe ich viele Paare von Werten drin und eins davon ist immer ein Key. Dafür benutzen wir unseren Client-Name, also irgendetwas, worüber ich etwas erreichen kann. Und immer einen Wert, das ist der Rest, das ist der komplette Client. Das heißt, ich kann jetzt zu meiner Map hingehen und sagen, hey, liebe Map, merk dir zum Beispiel S-Dressel und diesen folgenden Client. Und ich kann hingehen, hey, merk dir mal Telütje und folgenden Client. Merk dir mal dies, merk dir mal das. Und dann kann ich später sagen, okay, ich möchte jetzt gerne wissen, wie viele Elemente du hast oder dies oder jenes. Es ist so eine Datenstruktur, um jeweils einen Client-Name mit einem Client zu identifizieren. Ja? Wie bitte? In manchen Sprachen heißt das Dictionary. Ja, in anderen Sprachen heißt das Dictionary. Oder hat sonst irgendwelche lustigen Namen. Hier heißt es Map. Und ihr dürft halt jetzt gerade nicht die Map mit großem M mit der Funktion Map mit kleinem M verwechseln. Gleich kommt das auch nochmal auf einer Folie, dann wird es ganz kompliziert. Okay. Neue Server machen ist auch nicht schwierig. Wir sagen uns, gib mir eine leere Map und pack die in eine TVAR, fertig. Und wenn wir jetzt etwas broadcasten wollen, brauchen wir einen Server. Also, ne, das war ja die TVAR mit der Map drin, mit den ganzen Clients. Und wir brauchen eine Message, die wir broadcasten wollen. Und da machen wir Folgendes. Wir sagen, okay, wieder STM. Also etwas, was man atomar machen kann, die große Map mit allen Clients drin, hol sie dir, lies sie aus und dann mach Folgendes. Fangen wir von hinten an. Wir nehmen map.elements auf die Client Map. Das sind alle Clients, die in der Map gespeichert sind. Ne, Schritt für Schritt, ja. Alle Clients, die in der Map gespeichert sind. Auf alle diese hier wollen wir eine Funktion ausführen und das machen wir mit mapm-. Ja? Frage? Wie erzählst
sich das Elements zu sparen, weil MapM in Traversable drin ist und ich glaube, der DataMap ist auch eine Instance von Traversable, deswegen kann man sich das sparen, das erst in eine List umzuwandeln. Gut möglich. ja? Das Map Punkt kommt das jetzt her, das gab es ja irgendwie schon mal Import Qualified S und da musste man auch immer den Präfix davor schreiben, den man da vergeben hat. Ist das hier das gleiche quasi? Ja. Also wenn man einfach nur sagt Import Data.map, könnte man auch einfach LM schreiben. Ja, die Sache ist halt, ja, das könnte man, aber das clasht dann halt. Wenn du gleichzeitig die Prelude drin haben willst, könnte das Probleme geben. Und deswegen muss man es halt qualifiziert importieren. Aber ja, das ganz hinten sagt uns nur, okay, gib mir alle Clients, die du dir abgespeichert hast, liebes Dictionary oder liebe Map. Und wir wollen jetzt eine Funktion auf alle diese Clients anwenden. Und zwar, welche Funktion? Wir machen uns eine Lambda-Funktion und für jeden Client, den wir reinbekommen, wollen wir SendMessage, ClientMessage machen. Das ist eigentlich in sich nicht kompliziert, wenn ihr es richtig zusammenpuzzelt. Ja, wir erinnern uns daran, wenn wir SendMessage betrachten, das war auch eine STM-Aktion, damit wir hier sowas auch in STM machen können. Kommen alle soweit mit? Wo ist die Frage? Map kennst du von Listen, ja? Map wendet eine Funktion auf eine Liste an. So, und hier machen wir halt eine Liste von allen möglichen, also allen Clients, die in diesem Dictionary gespeichert sind. Und wir wenden auf jeden dieser Clients diese Funktion hier an, und zwar einfach sende diesem Client diese Message, die ich oben reinbekommen habe. Ihr habt's ja nicht eilig. Also ich weiß natürlich nicht, was aus MapLabs rauskommt, aber ich frage mich schon, warum man da nicht FMap benutzen kann, weil warum ist das Ergebnis von MapLabs kein Funktor? Sehr gut, da hinten. Das Ergebnis von LMs ist eine normale Liste, aber wenn man da diese Funktion mit FMap rein FMappen würde, dann würde man ja eine Liste von IO-Aktionen bekommen und dann müsste man danach nochmal Sequence anwenden oder so. Und wenn man stattdessen MapM anwendet, dann spart man sich diesen Schritt. Also der Witz ist nämlich, MapM, großes M Unterstrich, nimmt eine Monade M und ein Foldable T, nicht erschrecken lassen von dem Foldable, das heißt, stellt euch in diesem Fall einfach Liste vor. Das sagt, okay, es funktioniert quasi genauso wie ein normales Map, allerdings mit zwei winzigen Unterschieden. Einerseits, die Funktion gibt jetzt nicht einfach nur ein B zurück, sondern ein MB, also irgendein B in irgendeiner Monade. Und am Ende schmeißen wir das Ergebnis weg. Das Ergebnis ist uns total Latte. MapM ohne Unterstrich würde das Ergebnis behalten, aber MapM mit Unterstrich schmeißt das Ergebnis weg. Es sind eh nur Units, dafür interessieren wir uns nicht. Ja? So, und das heißt, das funktioniert so. Außerdem, FMap ist ja, also FMap auf Listen ist ja einfach nur Map. Das heißt, es ist schon irgendwie dieses FMap halt mit dem kleinen Unterschied, dass es halt monadisch behandelt wird. Und da steckt der Unterschied. Klärt das die Frage von vorhin? Sehr gut. Ach ja, wir brauchen einen Port. Wir coden ihn hart. Yay. Ich hatte das auf einer Folie mit was anderem, aber das hat absolut nicht gepasst. Genau. Jetzt wollen wir uns unsere Main-Funktion schreiben. Glaub mir, das fällt gleich alles wunderschön ineinander. Das macht alles Sinn. So, wir machen hier ein bisschen Magie. Und zwar machen wir die Magie, dass wir sagen, with sockets do, das ist importierte Magie, die sagt uns im Prinzip, okay, benutze Folgendes. So, und dann sagen wir, okay, wir machen uns einen Server mit new server. Die Funktion für new server haben wir gerade eben geschrieben. So, und dann sagen wir sock natürlich wie socket und nicht wie socke. Lausche einfach mal auf folgender Portnummer. Und die Portnummer haben wir ihm ja auch gerade eben gegeben.
und dann printet er halt irgendwas, was wir hier irgendwie hübsch lesen können auf unserer Konsole. Und dann mach für immer einfach Folgendes. So, was passiert hier? Accept wartet auf irgendeiner Socket, bis eine Verbindung hergestellt wurde. Das heißt, wir warten jetzt einfach, bis irgendein Mensch Telnet macht und sich mit uns verbinden möchte. Wenn das niemand machen möchte, sterben wir einsam und allein. Aber wir warten drauf, egal wie lange. Es sei denn, wir werden abgebrochen, aber egal. Dann sagen wir, oh, guck mal, eine Connection Accept ist von blibliblibli. Also die Accept gibt uns einen Triple zurück von einerseits dem Handle, den wir für den Client brauchen, also wo wir Dinge hinprinten sollen, dem Hostnamen, der sich da connectet, und dem lokalen Port. Wir verwenden aber eigentlich wirklich nur den Handle und die anderen printen wir halt, damit die sich auch nützlich fühlen. So, und dann machen wir Fork. Wir machen aber ein leicht verändertes Fork, und zwar machen wir ein Fork Finally. Fork Finally funktioniert so, dass wir sagen, okay, fork einfach mal mit diesem ersten Argument. In unserem Fall ist das Talk Handle Server. Talk definieren wir gleich, keine Sorge. Aber sobald das fertig ist, ob das eine Exception schmeißt oder ob das von sich selber fertig wird, ist egal. Sobald das fertig ist, führe diese zweite Aktion aus, dieses Finally sozusagen. Und dieses Finally ist in unserem Fall einfach nur, okay, schließ den Handle ordentlich. Das heißt, egal was passiert, ob da eine Exception fliegt oder sowas oder ob das einfach nur so beendet, der Handle wird ordentlich geclosed. Ja, Getuschel in den Reihen. Irgendwas unklar? Die Signatur von FreeNet. Weil die hat ja beliebig viele Parameter. Bla. Es war gefragt nach der Signatur von printf. Mach einen GRCI auf, importiere die richtigen Sachen, such selber raus. Das ist nicht der Punkt der Vorlesung. Damit werde ich mich jetzt nicht aufhalten lassen. Hat nichts damit zu tun, dass ich es nicht weiß oder so. Ja, das kann gut sein. Also die Vermutung, die hier mir zugerufen wird, ist, dass es irgendwie 15.000 verschiedene Versionen davon gibt und die dann irgendwie alle clever überladen sind oder sowas. Ich weiß es nicht. Findet sowas selber raus. Das ist nicht der Punkt meiner schönen Vorlesung. So. Wir haben hier also Fork Finally und das sagt, okay, Talk Handle Server macht das erstmal, das ist so, das managt halt die Interaktion mit dem Server von dem Handle, und wenn die beendet ist auf die eine oder andere Weise, schließt halt den Handle. Also wird er auf jeden Fall sinnvoll geschlossen. Das ist gut. Yay. Okay. Frage. Die Frage, Fork Finally, wenn das nur den hinteren Teil ausführt, wenn der vordere zu Ende ist, hängen wir dann nicht bei Talk Handle Server, also blockiert er da nicht? Ja, das soll so. Aber dann wird doch forever du nie aufgerufen, der Accept Socket wird doch nie wieder. Oder warte mal. Das ist ein anderer Thread. Er startet den Thread, also er forkt den Thread, macht dies hier, und wenn das zu Ende ist, dann macht das Finally Dings, ja? Okay. So. Wenn es sonst gerade keine Fragen gibt, gut. Schnell weggucken, bevor sich einer meldet. Wir brauchen noch eine Funktion, um Clients hinzuzufügen. Und die führen wir jetzt atomically durch. Also wir benutzen hier dieses wunderschöne atomically, damit wir sicher gehen können, dass sich nicht gleichzeitig zwei Clients mit demselben Namen anmelden können oder sowas. Einer von beiden ist immer der Erste. Wir sagen, okay, wir nehmen die Client-Map aus dem Server und wir haben einen Client-Name übergeben bekommen. Und wenn dieser Client-Name schon in der Map vorhanden ist, das heißt, wenn es zu diesem Key schon ein Value gibt, dann returnen wir nothing. Und also geben wir nothing zurück. Und dieses, also wohlgemerkt, dieses Return ist nicht das Return aus objektorientierten Sprachen.
dieses Return da hebt das Nothing in die I.O. Monade und das geben wir dann automatisch zurück. Also wir geben dann Nothing zurück. Und wenn es nicht so ist, und es den Namen noch nicht gibt, dann sagen wir, okay, wir machen einen neuen Client mit dem Namen und dem Handle, insertieren, also fügen den Client in die Map hinzu und broadcasten über den Server eine kleine Nachricht mit, hey, 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 übrigens, der und der hat sich gerade connected. Okay. Was wir hinzugefügt haben, müssen wir auch wieder entfernen, because what Wizardry can do, Wizardry can undo. Und das funktioniert so, es ist auch wieder atomically. Und wir sagen, okay, delete den Namen, also map delete dieses Key-Value-Pair mit diesem Key und sagen, okay, der und der wurde gerade disconnected. Okay. Ich habe euch die Talk-Funktion versprochen. Hier ist sie. Ganz ruhig. Die ersten zwei Zeilen hier mit HSET Newline Mode und HSET Buffering sind nicht sonderlich wichtig. Die sagen nur, okay, Telnet und so weiter soll hier ordentlich kommunizieren können und da soll nicht irgendwie einen Carriage Return oder sowas irgendwie uns alles kaputt machen. Die beiden Zeilen sind nicht wichtig. Und die einzige Zeile, die da noch übrig bleibt, ist ReadName. Und ReadName ist hier unten definiert. Es sagt, okay, printe auf den Handle von dem Client, der sich da gerade versucht zu connecten, was ist dein Name? Erstmal straightforward. Okay, und dann holt es sich von diesem Client eine Line, also eine String, einen String. Und wenn dieser String leer ist, also if null name, null überprüft immer, ob irgendwas leer ist, dann macht das gleich nochmal, dann hat irgendein Idiot einfach zu früh Enter gedrückt. Und wenn es aber nicht null ist, also nicht der leere String ist, den wir da kriegen, dann mach Folgendes. So, und ich kann euch versprechen, ich habe gleich eine Slide zu Mask und Restore. Für den Moment, schaut mal kurz ab hier wird es wieder interessant. Ich erkläre gleich, was Mask macht, zumindest grob. Für den Moment ist das gerade nicht wichtig. Wir machen jetzt erstmal Check at Client, Server Name Handle, also mit allem, was es braucht. Das war das, was wir hier vorne geschrieben hatten. Das gibt uns einen IO Maybe Client zurück. Ja, wenn es entweder klappt das, wenn es den noch nicht gibt, oder es klappt nicht. So, und darauf können wir Pattern matchen. Das heißt, wenn dieses okay nothing ist, dann kriegt der Mensch, der sich gerade connecten möchte, ein sorry, das geht nicht, der Name ist schon gebraucht, bitte nehmen einen anderen, wie auch immer. Und es geht wieder bei ReadName los. Und wenn es aber ein Client ist, dann machen wir dieses Restore, gerade einmal kurz weggucken, Run Client, den müssen wir gleich noch schreiben, mit dem Server und dem Client, den wir brauchen. Und dann am Finally, wenn das irgendwann vorbei ist, soll das auch wieder removed werden. Einmal kurz zu Mask. Habt keine Angst über die furchtbare Typsignatur. Wirklich keine Panik. Das ist eine Funktion, die eine Funktion als Argument nimmt, die als erstes Argument eine Funktion nimmt. Ich kann euch nicht verübeln, wenn das nicht sofort klar wird. Die Feinheiten sind auch gar nicht wichtig. Ich meine, ich könnte euch jetzt die Feinheiten erklären von Mask, wie das genau funktioniert und was das genau soll. Allerdings habe ich nur noch 12 Minuten Zeit und dann kriegen wir den Chat-Server nicht fertig. Und deswegen dachte ich mir, ich erkläre euch nur grob, was das macht, und dann lassen wir es dabei gut sein. Die Idee ist, dass das kritische Bereiche davor schützt, irgendwie von einer Exception, die von außen kommt, irgendwie kaputt gehauen zu werden. Da könnte, wenn wir gerade irgendwie in einem total wichtigen Bereich sind, in unserem Fall ist das hier irgendwie in einem Run-Client und so weiter, könnte eine Exception von außen kommen, bla 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 bla. Und das macht uns unseren Flow total kaputt, man. Und das wollen wir nicht. Und deswegen verhindert es das. Lasst es dabei sein. Das ist so ein Beispielcode für Mask. Der passt halt drauf auf, dass
dass zu jedem Acquire irgendeiner Ressource immer ein Release dazu kommt, bla 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 bla. Es passt auf, dass alles richtig läuft. Okay, eins hatten wir noch, wir hatten hier unten gesagt, Run Client müssen wir noch machen. Das machen wir jetzt. Und ich verspreche, das ist, glaube ich, die vorletzte Folie oder sowas mit wahnsinnig viel Code drauf. Also ihr habt es fast geschafft, jetzt nicht aufgeben. Was Run Client macht, ist, der lässt zwei Funktionen gegeneinander in Wettrennen anstellen, und zwar Server und Receive. Einmal kurz zu Race. Was macht Race? Race ist genau das. Die startet zwei IO-Aktionen, eins von IOA und eins von IOB. Und man kriegt dann am Ende einen Either AB in der IO-Monade raus. Die Idee ist hier, dass beide gleichzeitig starten und ein Wettrennen darüber führen, wer als erstes Output generiert. Das heißt, egal ob irgendeine Funktion wenn die erste Funktion irgendwann Output produzieren würde, ist egal. Wenn die zweite Funktion schneller ist, wird die erste abgebrochen. Deswegen Wettrennen. Ja, so. Und die beiden Funktionen, die hier im Wettrennen sich befinden, sind Server und Receive. Receive macht für immer und ewig genau das Gleiche. Es holt sich eine Getline vom Client-Handle und sendet die. Die Line und sendet die atomically weiter. Und Server macht Folgendes, das macht das auch atomically und es liest die Variable, ob der Client schon gekickt wurde und wenn ja, dann printet er dem, ey, lass das, du hast gekickt, you have been kicked because of reasons und wenn er noch nicht gekickt wurde, dann okay. Dann liest er eine Nachricht aus dem Channel und dann überprüft er, okay, dann versucht er diese Message zu handeln mit dem Server und dem Client und der Message, die er sich gerade gebastelt hat oder sich gerade geholt hat. Und das gibt uns ein Bool zurück. Und wenn dieses Bool true sagt, dann wollen wir noch weitere Nachrichten verarbeiten. Dann macht er das Ganze nochmal. When continue Server. Und ansonsten, wenn nicht, dann bricht er halt einfach ab. Und diese beiden Funktionen stehen zusammen in einem Wettrennen. So, kein Problem, wenn das nicht sofort rübergekommen ist. Ihr habt die Folien und ihr habt die Aufzeichnung und ihr habt das Buch. Ihr könnt da nochmal in Ruhe irgendwie 5 Minuten draufstehen. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, macht das durchaus Sinn. Genau, Race hatten wir schon. So, und das ist auch die letzte Folie mit wahnsinnig viel Code drauf. Die brauchten wir noch. Wir brauchten nämlich noch dieses Handle-Message von hier unten. Wenn wir tatsächlich irgendeine Message gelesen haben, wie wollen wir die dann verarbeiten? Und zwar, was kann diese Message denn sein? Diese Message kann entweder sein, irgendwas vom Server in Notice. Dann wollen wir sagen, okay, Output, 3 Sternchen und die Nachricht. Wobei Output ist einfach nur auf den Client-Handle printen und True zurückgeben, ja, wir wollen noch weitere Messages irgendwie verarbeiten, dann könnte es eine private Nachricht sein und bei einer privaten Nachricht wollen wir halt irgendwie 1 Sternchen, den Namen des Senders, noch 1 Sternchen und die Nachricht ausgeben. Dann könnte es eine Broadcast-Message sein, die wollen wir sagen, okay, Spitze Klammer auf, Name des Senders, Spitze Klammer zu und die Nachricht. Oder es könnte ein Command sein. Commands müssen wir gerade noch einmal kurz parsen. Parsen geht in diesem Fall so, wir rufen Words auf die Message auf, das heißt, es trennt ein Leerzeichen und gibt uns eine Liste von den einzelnen Unterstrings aus. Wenn das genau 2 Elemente sind, nämlich das erste /kick und dann ein who, also irgendwas, das nennen wir jetzt who, aber das könnte irgendwas sein, Hauptsache es ist irgendwie ein String, dann versuchen wir atomar, den who vom Server zu kicken. Dafür haben wir uns ja vorhin gerade eine Funktion geschrieben und sagen, ja, true, ich möchte noch weitere Messages handeln. Wenn es mit einem tell, who und dann irgendwas anderes und dann irgendeinen Rest der Liste aufruft,
dann wollen wir dem Server gerne klar machen, dass er genau das teilen soll. Und wir wollen ebenfalls wieder neue Messages verarbeiten. Wenn wir nur ein Quit lesen, dann sagen wir einfach, nö, false, wir wollen keine weiteren Messages mehr verarbeiten und alles ist gut. Und dann springen die ganzen Finalies into place, die uns da ordentlich disconnecten. Wenn es irgendein Slash irgendwas ist, dann ist es uns egal, weil dann sagen wir einfach, das ist irgendein Command, den ich nicht recognize, bricht halt ab. Aber er sagt trotzdem noch, dass er weitere Nachrichten übermitteln soll. Oder wenn es irgendwas anderes ist, dann ist es kein Command, dann ist es einfach nur ein Broadcast und das wird weitergeleitet. So, direkte Fragen dazu. Ja. Sag Stopp. Dieses Client at Client oder Serv at Server, was genau macht dieses at da? Wo? Kannst auch euch zu der Folie, wo du gerade warst. Das ist das von mir. Sowohl auf den ganzen Server als Variable zugreifen kann, als auch auf die Sag's hier rein ins Mikrofon. Das ist dazu da, dass man sowohl auf den Server oder Client als Ganzes mit einer Variable zugreifen kann, als auch auf alle Unterteile. Genau, das ist so ein kleines Syntax-Pattern. Wenn du sagst Server at blubbelidiblub, dann kannst du mit dem mit Server immer auf das ganze blubbelidiblub zugreifen. Ja? Okay, wenn es sonst... Gibt es sonst noch Fragen, was ich gerade jetzt hier klären könnte? Noch habt ihr die Möglichkeit, den Rest des Podiums oder mich zu befragen. Ansonsten, ich verstehe, wenn das jetzt nicht sofort alles beim Runterrattern alles klar war, aber schaut nochmal auf die Folien drauf, schaut im Zweifel zwar nochmal ins Buch, da ist das alles auch nochmal erklärt. Das ist alles machbar, glaube ich. Und jetzt habt ihr einen eigenen kleinen Telnet-Chat-Client, einen Chat-Server geschrieben. Ich finde das cool, weil das ist echt Welt und da kann man tatsächlich Dinge mit tun. Okay, sonst noch was? In dem Fall, ja. Kann man den nein, du musst das ins Mikro sagen. Kann man den auch mit anderen PCs verbinden oder so? Weil der immer richtig chattet. Ja, das ist, ja. Ja, du kannst den mit anderen PCs verbinden, das ist der Witz. Du startest auf deinem PC oder hier auf im GCD ist es immer am wunderschönsten. Du startest irgendwo im GZI diesen Server und dann, und sagen wir, du startest es auf dem Rechner hier GoldenEye oder was auch immer. Und dann kannst du rübergehen zu MoneyPenny, dem anderen Rechner, und dann kannst du auf MoneyPenny eine Konsole aufmachen und sagst du Telnet, GoldenEye, was auch immer die Portnummer war, ich glaube 5x4 oder sowas, bla 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 bla. Genau, Telnet GoldenEye 5x4 und dann wird dich der Server fragen, oh, du möchtest dich also connecten, aber gerne, was ist denn dein Name? Und dann kannst du mit deiner Telnet-Konsole tatsächlich mit anderen Leuten chatten. Ja, das geht. Cool, was? Das ist ja das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Cool, was? Man kann tatsächlich was damit tun. Noch eine Frage. Aber das muss in einem lokalen Netzwerk stattfinden bisher, oder? Nein, das kann auch, also theoretisch kannst du dich auch aus Südkorea, aus Nordkorea weiß ich nicht, aber aus Südkorea müsste es gehen, dass du also wenn du dich nur halt eindeutig, wenn der Rechner von außen halt irgendwie erreichbar ist. Du, zum Beispiel über eine IP, ja genau. Dann kannst du dich auch über eine IP da drauf connecten und dann würde es immer noch genauso funktionieren. Momentan musst du halt noch deine ganzen coolen Leute, mit denen du irgendwie chatten möchtest, hier irgendwie sagen, hey, connecte dich mal auf diese IP und auf diesen Port. Aber ja, das geht. Und momentan lockt der halt noch nichts. Das heißt, wenn du es irgendwie später wieder haben möchtest, musst du es halt irgendwie aus der Konsole raus copy-pasten oder sowas. Aber ja, prinzipiell geht das schon. Gut, was? Okay. Weitere Fragen? Nein? Okay, in dem Fall danke für die Aufmerksamkeit.